10 idiotische Situationen, die du kennst, wenn du nähst. Teil 2. Wenn du 10 cm zu wenig Stoff gekauft hast. Wenn du gefühlt 10 Meter zu viel Stoff gekauft hast. Wenn diese kleine Schraube neben der Nadel deine Hand berührt beim Nähen und du panisch wegziehst, weil du denkst, du hast sie durch die Finger genäht. Wenn du Stoffe shoppen bist und erst an der Kasse merkst, dass es diesen Monat nur noch Dosenravioli zum Mittag geben wird. Wenn der Unterfaden fast alle ist und du schneller nähst, damit er noch reicht. Wenn das Bügeleisen noch an ist. Wenn das Bügeleisen noch aus ist. Wenn das Wasser im Bügeleisen alle ist. Wenn du Vlies mit dem Rollschneider schneidest und deine Schneideunterlage das gar nicht lustig findet. Wenn du Stoffe online bestellst, sie ankommen und sie überhaupt nicht das sind, was du dir vorgestellt hast.